Ich stehe hier auf dem Ostfriedhof in Husum an der Stelle, wo wir an die Verstorbenen der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing erinnern. Und ich stehe an dem großen Kreuz. Es ist am Ende ein Hoffnungszeichen, aber zunächst einmal das Symbol für einen schlimmen, für einen schrecklichen Tod, den Jesus gestorben ist. Jesus starb am Kreuz. Es war ein grausamer, ein demütigender, ein öffentlicher, schlimmer Tod. Und das Evangelium berichtet, dass Jesus in diesen letzten Stunden seines Lebens dann doch voller Liebe und voller Menschlichkeit war. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So betet er für die Soldaten, die ihn hinrichten. Und dem Mörder, der neben ihnen zu Tode kommt, sagt er: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sorgt für seine Mutter und seinen Lieblingsjünger Johannes, dass sie füreinander da sein sollen. Und dann das erschütternde Wort: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Nullpunkt von Jesus. Und er weiß trotzdem, wem er das zuruft. Ihn dürstet. Und dann, als er stirbt, da sagt er zuvor noch: Es ist vollbracht. Jesus stirbt auf Golgatha. Golgatha, das ist auch Mariupol und Butscha. Golgatha, das ist Aleppo, Lesbos, Lampedusa. Golgatha ist heute hier. Und Jesus ohnmächtig, Gott ohnmächtig bei den Opfern. Es segne und behüte euch Gott, der Gott des Friedens. Amen.